Hallo, in diesem Video nur kurz gezeigt, eine Frage von einem Zuschauer, der wissen wollte, wie ich das Ganze mit den Farben meines Codes hier so gestaltet habe, wie das Ganze geht und wie man sich das installieren kann. Eigentlich ist das ganz einfach zu machen, ihr braucht nichts weiter als ein Eclipse ab der Version 4.1, damit das Ganze schon mal vorkompatibel ist. Dann braucht ihr hier den Eclipse Marketplace. Wenn ihr den nicht findet, dann müsst ihr euch eine neue Version holen. Ihr klickt einfach auf den Eclipse Marketplace drauf. Wartet einen Moment. Dann lädt das Ganze erstmal hier. Und dann wird euch eine Liste an verschiedenen Plugins für Eclipse gezeigt. Wir brauchen ein bestimmtes Plugin mit dem Namen Color. Also das ist ein Color-Plugin natürlich, wie man sich schon denken kann. Müssen wir kurz warten. Und dann haben wir hier das Plugin Eclipse Color Team. Ich habe das Ganze hier schon installiert, aber ich kann es ja updaten. Das zum Zeigen mal. Gehen wir auf Confirm. Müssen wir akzeptieren. Finish. Und okay. Und das Ganze wird jetzt geupdatet. Jetzt müssen wir das Eclipse restarten, damit das Ganze vernünftig funktioniert. Jetzt wird Eclipse wieder restartet. Jetzt haben wir hier wieder unser Eclipse. Jetzt haben wir hier unter Help können wir jetzt, unter Help sage ich schon, wir müssen jetzt auf Window gehen, auf Pre-References. Dort werden wir jetzt unser General eine Kategorie finden, die nennt sich Appearance. Und dieser Appearance-Kategorie finden wir eine Kategorie, die nennt sich Color Theme. Jetzt haben wir hier verschiedene Themes zur Auswahl und haben hier auch die Vorschau. Und wer jetzt genau das haben will, was ich haben will, was ich übrigens eigentlich nur ans Herz legen kann, ist das Team Obsidian. Das ist persönlich mein Favorit. Geht ihr auf Apply. Auf OK, speichert das Ganze und das war's. Danke fürs Zuschauen.